Prinzessin Charlotte zeigt mit 3 Jahren bereits unglaubliche Ausgeglichenheit und Zuversicht, Eigenschaften, für die ihre Urgroßmutter, die Königin, bekannt ist. Kindheitsfotos des Monarchen zeigen eine unheimliche Ähnlichkeit zwischen den beiden Königshäusern, von ihren sehr ähnlichen Frisuren bis zu den Augen- und Stirnformen. Aber Charlotte und ihr Jan-Jan teilen nicht nur ihr körperliches Bild, sondern auch die gleichen Leidenschaften und Hobbys. Werfen wir einen Blick darauf, wie Prinz William und Kates Tochter nach ihrer Majestät geht. Aussehen. Viele königliche Beobachter mögen argumentieren, dass Prinzessin Charlotte wie ihr Vater William aussieht, aber Charlotte scheint an Minimi der Königin zu sein. Wenn man auf alte Fotos des Monarchen als Kind zurückblickt, ist es klar, dass Charlotte dieselben unverwechselbaren Augen wie die Königin hat, von der Form und Farbe bis zum Augenbogen. Frühe Fotos der Königin zeigen, dass sie einen ähnlichen Stil hatte wie Prinzessin Charlotte, mit ihren geschliffenen Haaren an der Seite und zurückgeschnitten von den Augen. Charlotte hat auch eine ähnliche Haarfarbe wie der Monarch, ihr Bruder Prinz George hat helle Haare, während sie hellbraun ist. Liebe zu Pferden. Die Königin ist bekannt für ihre Liebe zu allen Dingen, und auch in ihrem 92. Lebensjahr genießt die Monarchin auf dem Gelände ihres Windsor Castle-Hauses immer noch Reitmöglichkeiten. Jedes Jahr verwöhnt sie sich mit ihrer Leidenschaft und besucht Royal Ascot und die Royal Windsor Horse Show, um eine Reihe von Veranstaltungen von Rennen bis zum Springen zu sehen. Während die Queen im Alter von 3 Jahren ihre erste Reitstunde hatte, begann die kleine Charlotte etwas früher. Ihre Mutter Kate offenbarte der Reitermeisterin Natasha Baker, dass ihre Tochter den Sport bereits lernt. Die Herzogin sagte, Charlotte genießt ihr Reiten wirklich, was großartig zu hören ist, sagte Natasha, nachdem sie auf einem Empfang im Buckingham Palace mit Kate gesprochen hatte. Und ich sagte, wir könnten sie in 20 Jahren hier im Line-up sehen. Sie betonte, dass Charlotte diese Leidenschaft für Pferde hat und obwohl sie sich nicht an sie erinnert, wird sie ihr Bestes geben, um sie zu unterstützen und zu ermutigen. Für ihren ersten Tag an der Wilcox Nursery School in Kensington im letzten Jahr trug Princess Charlotte auch einen Rucksack von Cath Kidstone, der mit einem Pferdedruck versehen war. Liebe zu Hunden. Die Corgis ihrer Majestät halten sie seit Jahren in guter Hundehaltung. Die königliche Familie erhielt ihren ersten Corgi, Susan, als sie 18 Jahre alt war. Und sogar das kleine Hündchen auf ihrer Hochzeitsreise mit Prinz Philip mitgenommen. Sie ist als junges Mädchen von Corgis umgeben und besitzt seit 1945 mehr als 30 Hunde. Ihre Haustiere sind zu einem ikonischen Bestandteil des königlichen Haushalts geworden. Sie traten sogar mit ihrer Majestät in einem besonderen Porträt zusammen, das zu ihrem 90. Geburtstag veröffentlicht wurde.
Prinzessin Charlotte ist ebenso wie ihre Urgroßmutter eine Tierliebhaberin und stolze Besitzerin des Hundes der Cambridges. Lupo. Während der königlichen Kanada-Tournee der Familie im Jahr 2016 wurde Charlotte besonders von einem großen Hund namens Mose auf einer Kindertee-Party mitgenommen. Der Jüngling hatte eine Zeit, in der er auf dem Golden Retriever am Pudelkreuz auf und ab hüpfte, und viele fragten sich, ob Lupo zu Hause dieselbe Behandlung erhalten würde. Liebe zum Fußball. Die Königin gilt als Fußballfan und geheimer Unterstützer von Arsenal. Fußballer Cesc Fabregas erklärte, der Monarch sagte ihm, dass sie während eines Empfangs im Buckingham Palace ein Fan sei. Während Prinz Harry zuvor gesagt hatte, dass die meisten Mitglieder der königlichen Familie Arsenal-Anhänger seien. Die Königin soll den Footy-Käfer von ihrer Mutter geerbt haben, und es scheint, als würde Charlotte auch ihrem Jan-Jan und ihrem fußballverrückten Vater Prinz William folgen. Der Herzog hat enthüllt, dass Charlotte mehr Begabung für den Sport zeigt als ihr großer Bruder Prinz George. Während eines Besuchs im National Football Museum sagte William dem englischen Kapitän der englischen Damenmannschaft, Steph Houghton: George ist langsam dabei, aber Charlotte zeigt mehr Begabung. Die königlichen Kinder wurden auch beim Fußballspielen in den Gärten ihres Hauses, Kensington Palace, gesehen. Perfekte königliche Welle. Aus ihren öffentlichen Auftritten ist klar, dass Charlotte die Kunst der Königswelle bereits beherrscht und von den Besten gelernt hat. Im Juni 2018 kopierte sie süß ihren Jan-Jan, als sie während der Trooping the Colour Feier der Familie vom Balkon des Buckingham Palace winkte. Charlotte wurde gesehen, als sie den 92-jährigen Monarchen anblickte, und ohne einen Takt zu vermessen, kopierte sie ihre Majestät zur Perfektion.